Ja, schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir werden die Sandstreuerteile abholen. Wow, wir fahren jetzt gleich los und holen die ganzen frisch lackierten. Ja, ich weiß, ihr habt gesagt, hey, man muss Pulver beschichten. Ja, natürlich die pulverbeschichteten Teile von der Firma ab, von Voltec aus Vollersleben ab. Gute Firma, kann ich nur empfehlen. Ich habe keine Prozente bekommen. Habe richtig viel Geld bezahlt für die Teile. Werdet ihr gleich sehen, wie die aussehen. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Yeah! Also Freaks, schaut euch das an hier. In diesem super irren Rot. Ich hätte jetzt wieder ein Wort gesagt. Boah. Und dann hier ganz lasch, mattschwarz lackiert. Vorsichtig, mattschwarz lackiert. Oh, sieht das cool aus. Mattschwarz. So, wo ist denn die große Platte? Die ist da. Okay, jetzt fangen wir mal an, das hier reinzupacken. Hier die weißen Felgen. Hier. Boah. Hammer. Oh. So, ich muss mal gucken, wie wir das jetzt einpacken. Ja, hier sind noch die alten Hülsen drin. Die muss ich tatsächlich noch rausschlagen. Habe ich natürlich vergessen. Boah. Das sieht ja absolut mega aus. Ich wollte das mal da drauf setzen. Ah. Ah. Gerade. Gut. Gut. Boah. Gierig. Ja, cool. Das sieht echt geil aus. Nee. Wir machen den hier hinten rum. Wir werden den Sandstreuer jetzt zusammenbauen. Wir werden jetzt anfangen, den Sandstreuer zusammenzubauen. Ah, ich bin schon so heiß auf das Schrauben. Ich habe viele neue Teile hier rumliegen. Wunderschöne Teile. Die sehen traumhaft aus. Nochmal so ein ganz kleiner Einblick hier. Diese herrlich lackierten Teile. Die sind also nicht lackiert, sondern die sind tatsächlich pulverbeschichtet. Ein kleiner Nachteil bei der Pulverbeschichtung ist tatsächlich, dass hier immer bei den Teilen, hier sieht man es ein bisschen deutlicher, bei den Teilen immer so eine ganz kleine Macke ist. Die müssen aufgehängt werden, weil das ist eine elektrolytische Lackierung. Da wird das Strom angelegt an das Metallteil, wird elektrisch aufgeladen und dann haftet der Pulverlack an dem Metallteil und dann wird das ganze Teil erhitzt. Und da die alle hier auf so einem kleinen Haken liegen, haben die an einer kleinen Stelle immer eine kleine Macke. Das ist einfach so, das ist nicht zu vermeiden. Aber insgesamt ist diese Lackierung unglaublich solide. Und ich finde ja dieses RAL 3001 Signalrot wunderschön. Wir werden heute erstmal die Hauptplatte, die in dem Gestell hängende Platte zusammenschrauben. Die Platte, wo das Förderband montiert ist, auch gespannt mit wird. Ich werde diese Platte hier auf zwei Böcke stellen und da brauche ich wieder meine Frau. Und dann werden wir hier an diese Platte die ganzen Anbauteile ranbauen. Und das ist, glaube ich, heute der erste Teil im Zusammenbauvideo für euch. Viel Spaß dabei! Yeah!
Okay, lieber Manfred, das war der Kompromiss. Ich zeige euch mal das alte Lager. Das alte Lager ist ein Lager von Lutko. Das ist ein amerikanischer Hersteller und da ist ein Patent drauf. Da ist so ein Axiallager eingepresst, so eine Lagerschale, und das liegt hier so direkt drauf. So, da kommt das Lager drauf. Zack. So, dann habe ich versucht, diese Lager zu kriegen, zu kaufen. Alles ganz Internet durchgesucht. Ich habe die Lager auch gefunden, bei eBay USA gebraucht. Dann habe ich hier über Turf Co., über den Sandstreuer, über den Vertrieb hier in Deutschland, habe ich diese Lager angefragt und die haben gesagt, ja, wir können die Teile besorgen. Die lassen wir uns aus Amerika schicken. Kostenpunkt circa 70 Euro ein einziges Lager. Ja, wir haben ja hier eine Zollwelle und ich brauche 6 Lager davon. 6! Dann habe ich geguckt, was kann ich alternativ verwenden. Dann habe ich diese Lager hier gefunden. Die haben nämlich den gleichen Lochdurchmesser, also diesen Schraubabstand von 76. Die sind aber mittig. Ne, wenn ich die jetzt hier raufpacke, dann ist hier Luft. Und das ist jetzt der Kompromiss, den ich eingegangen bin. Ich habe gesagt, okay, egal, dann legen wir jetzt halt hier was zwischen. Und glücklicherweise passt hier perfekt eine 10er Mutter zwischen. Da kommt eine 8er Schraube rein. 8er Schrauben. 8x30. Nehmen wir 2 8er Schrauben. Kommt noch eine Unterlegscheibe drunter. 8er Unterlegscheiben. Zack. Da rein. Und dann ist der Drops gelutscht. Mal gucken, wie rum das ja so ist. Richtig, genau. Das Lager kommt nach außen. Genau, so, das sieht dann genau so aus. Liegt dann auch perfekt drauf. Kann ich schön verschrauben. Und das ist der Kompromiss, den ich jetzt machen musste. Kommt jetzt machen wir erstmal eine normale Schraube rein. Da kommt eine Mutter drauf, da kommt noch eine selbstsichernde Mutter drauf. U-Scheibe. So, ich weiß, ihr wollt wissen, was das jetzt kostet. Ja. Also wie gesagt, ein Lager 70 Euro. Diese Lager, die habe ich hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, nicht bekommen. Das ist nicht zu machen. Da habe ich in England einen Lagerhersteller gefunden und habe den angefragt. Und England ist ja nun mittlerweile auch nicht mehr Europa. Und dann hat er mir die Lager geschickt und die sind ganz schnell aus England gekommen. Da war ich super froh. Ganz schnell aus England gekommen und ich habe für alle Lager ungefähr 80 Euro plus ungefähr 10 Euro Zoll bezahlt. Also 90 Euro für 6 Lager gegen 70 Euro für ein Lager. Jetzt könnt ihr euch ja mal ausrechnen, was ich hier an Geld gespart habe mit dem Kompromiss, dass ich eben jetzt hier was zwischenlegen muss. Und das sieht gut aus. Das stört mich überhaupt nicht. Das Lager sitzt genau an der gleichen Stelle. Kann man jetzt hier schön auch verschrauben. Und was anderes war überhaupt nicht möglich. Tja, das hat mich eine Menge Zeit gekostet, diese Lager zu finden. Und dann habe ich noch ein bisschen geschwitzt, weil ich nicht wusste, aus England. Ja, aber England ist natürlich kein Problem. Aus England Teile bestellen wird möglicherweise ein bisschen stressig, aber es hat fantastisch geklappt. Das sieht wunderbar aus. Das ist jetzt halt ein bisschen verdrehbar, das Lager, so dass man die Welle ausrichten kann. Wenn ich jetzt hier eine Welle reinstecke, die Welle passt hier wunderbar rein, zack, und dann kann man dieses Lager ausrichten. Dann kann man die Welle schön ausrichten und das ist die Idee dieser Lager. Cool. So, und das habe ich jetzt eben 6-mal. Und was sagt ihr? Ist doch eine coole Lösung, ne?
Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Fortsetzung folgt. Yeah!